Zeiterfassung und Nachweisführung muss nicht kompliziert sein. Timescan. Vertrauen ist gut. Zeiterfassung ist besser. Timescan ist eine Marke der Soft Clean GmbH. Mein Name ist Französisch, also Till Sebastian. Ich bin seit jetzt einer Woche hier. Ich lerne jetzt jeden kennen. Ich glaube, die Gruppe hat mich gut aufgenommen. Und ja, ich bin zu Hansa gekommen, weil ja, es ist ein geiler Verein, Traditionsverein. Und ich glaube, wir haben dieses Jahr vieles vor. Ich hoffe, so viel wie möglich zu spielen und der Mannschaft zu helfen und dann halt so schnell wie möglich Klassenerhalt zu schaffen und dann, ja, warum nicht höher träumen. Für mich persönlich ist es sehr gut, dass wir sofort ins Trainingslager geflogen sind, weil so lerne ich die Gruppe so besser kennen, also die Mannschaft besser kennen und ja, für mich ist es eigentlich super. Ich bin mit Pascal im Zimmer, ich bin auch in der Kabine neben ihm, aber ja, ich glaube, die Mannschaft hat mich sehr gut aufgenommen und ja, ich verstehe mich mit jedem. Wir filmen die Trainingseinheiten, das machen wir in Rostock auch oft ganz normal, um auch die Trainingseinheiten auszuwerten, nicht nur die Spiele, natürlich auch das Training, um dann die Inhalte, die wir im Training trainieren, nachzubesprechen mit den Jungs abends. Wir setzen uns nach dem Training zusammen, besprechen die Dinge abends mal nach, genau, um dann halt bestmöglich vorbereitet zu sein. Das ist eigentlich so meine Aufgabe hier. Björn Bonhold, unser Athletiktrainer, Dirk Olleshausen, der Torwarttrainer und ich, wir fahren mit dem Fahrrad, haben uns das gemietet für die ganze Woche gleich, um uns ein bisschen zu bewegen, die Landschaft noch ein bisschen zu genießen. Und mit dem Bus fahren wir oft genug, deswegen haben wir uns entschieden, mit dem Fahrrad die paar Kilometer zu fahren. Das ist auch super schön. 8 Kilometer, glaube ich, haben wir da zurückzulegen, aber es geht. Das ziehen wir durch. Genau, am freien Nachmittag versuchen wir auch mal ein bisschen höher zu kommen in die Berge. Ja, wir drei werden das hier mal versuchen zu rocken. Okay, du willst also nicht mehr. Aber es sind keine E-Bikes. Ja, zwei Jungs haben E-Bikes und ich nicht. Okay. Ich habe jetzt bloß bei Kai gesehen, ich glaube, dem ist einer auf die Hand getreten. Aber das sah jetzt alles nicht so dramatisch aus. Also er hat ein bisschen gekühlt und wird vielleicht noch ein bisschen dick werden, aber der wird ganz normal trainieren heute Nachmittag. Und dann war Kolle noch. Der ist ja letztens im Training so ein bisschen umgeknickt und ich glaube, da haben sie ein bisschen aufgedehnt. Theo ist noch ein bisschen ausgefallen, der war gar nicht mit auf dem Platz, weil dem ist ein bisschen schlecht. Den haben wir heute Vormittag erstmal rausgelassen. Dann müssen wir sehen, ob der Nachmittag wieder einsteigt oder erstmal noch ein reduziertes Programm macht. Wolfsberger AC werden von Robin Dutt trainiert, war ja dann auch lange in Bochum. Also ein deutscher Trainer und da dementsprechend werden wir schon auch eine Mannschaft sehen, wer Robin Dutze ein bisschen kennt. Die wollen natürlich auch immer Fußball spielen. Zuletzt haben sie hier immer mit dem 4-4-2 Raute gespielt und wir werden auch ein paar Sachen probieren. Ich denke mal, die meisten Jungs werden eine Halbzeit spielen und dann werden wir das erste Mal so richtig getestet und darauf freuen wir uns.